dass man zum Beispiel alles an einem Ort hat. Dass man sich quasi wie zu Hause fühlen kann. Dass Medizin nicht technisch auf dem neuesten Stand ist. Ich gehe ja immer wieder gegen hinaus. Es war ständig jemand da. Gute Pflege noch dazu, gute Ärzte. Es gibt nichts Besseres, als wenn ein Krankenhaus eine zügige Verbindung hat. Klinikum Augsburg, das ist einfach ein gutes Krankenhaus mit netten Mitarbeitern. Es hat einfach eine angenehme Atmosphäre, finde ich. Ich fühle mich wohl da. Ich muss es wissen, ich arbeite da nämlich. Aber ich muss mich jetzt auch beeilen. Ich muss los. Über 5000 Menschen sind für mich da. Jederzeit. Für mich und alle Bürger in Augsburg, im Landkreis und in ganz Schwaben. »230.000 Patienten werden hier pro Jahr auf höchstem medizinischem Niveau betreut. Im Vordergrund stehen dabei immer die Menschen. Oft hat man Angst vor einem Eingriff im Krankenhaus. Durch den medizinischen Fortschritt allerdings können wir viele Eingriffe minimalinvasiv durchführen. Kleine Schnitte, schnelles Heilen und nur kleine Narben dank dieser Schlüssellochtechnik.« Das Endoskopiezentrum gehört zu den modernsten in Deutschland. Erfahrung, Hightech und ganzheitliche Patientenorientierung kommen auch in der Urologie zum Tragen. Dort lassen sich zum Beispiel durch Laserverfahren Tumore behandeln, ohne eine große Operation. In der Gefäßchirurgie wird oft auf große Operationen verzichtet. Über einen kleinen Schnitt in der Leiste wird eine Gefäßstütze bei Aneurysmen eingesetzt. Zur Diagnose bietet sich der Ultraschall an. Selbst bei minimalinvasiven Eingriffen ist eine Narkose manchmal unverzichtbar. Der Gedanke, einzuschlafen und sich in die Hände der Ärzte zu geben, ist nicht immer leicht. Anästhesisten stimmen die Narkosen individuell ab. Unsere Patienten sind nie allein. Anästhesisten mildern auch die Schmerzen der Patienten mit einem besonderen Behandlungskonzept, um akute und chronische Schmerzen zu bekämpfen. Während der Operation geben Spezialisten aus allen Fachgebieten ihr Bestes. Hand in Hand und bereichsübergreifend. Die Pathologen unterstützen die Chirurgen mit wichtigen Informationen. Dank der exakten Analysen können die Chirurgen die weitere Behandlungsstrategie entwickeln. Klinikum Augsburg. Jedes Jahr werden rund 30.000 Operationen durchgeführt. Ein größerer Eingriff kann auch mehrere Stunden dauern. Mitarbeiter stellen in der hauseigenen Apotheke individuell die Arzneimittel her. So kann jeder Patient mit genau dem richtigen Medikament für sich rechnen. Das beruhigt. Egal ob Infusionen, Säuglingsnahrung für Frühchen auf der Intensivstation, Salben oder Medikamente für die Chemotherapie. Zehntausende Arzneimittel stellen die Apotheker jährlich her. Ein wichtiger Indikator für das richtige Medikament kann unser Blut sein. In Notfällen liefern die Labormitarbeiter innerhalb von Minuten die Ergebnisse. Pro Jahr fallen mehr als 6,5 Millionen Untersuchungen an. Zahlreiche Blut-, Stammzellen- und Plasmaspenden, auch von Klinikum-Mitarbeitern, sind ein Geschenk fürs Leben. Blut kann also ein entscheidender Faktor für die Diagnostik sein. Auch Radiologen und Nuklearmediziner liefern wichtige Informationen über den Gesundheitsstand der Patienten. Die Nuklearmedizin kann mittels radioaktiver Substanzen Stoffwechselvorgänge darstellen. Dank allerhöchster Sorgfalt, natürlich ohne Gefahr für Patienten und Personal. Jährlich steigen die Untersuchungszahlen in der Radiologie. Zehntausende Patienten werden untersucht, um noch exaktere Ergebnisse und damit optimale Behandlungsentscheidungen zu erzielen. Wenn die Diagnosen vorliegen, kann die richtig abgestimmte Behandlung erfolgen. Das Klinikum bietet für nahezu jede Krankheit die optimale Versorgung.
Zum Beispiel für Nierenerkrankungen und Krebs kümmern sich Ärzte und Pflegepersonal fachübergreifend gemeinsam um die Patienten. Die Strahlentherapie in einer eigenen Klinik zählt dabei zu den sichersten und schonendsten Verfahren. Hochqualifizierte Mediziner und erfahrenes Fachpersonal garantieren mit Hightech eine optimale Behandlung. Erkrankungen der Arterien, Venen und Lymphgefäße werden von Experten für Gefäßerkrankungen behandelt. Für die Volkskrankheit Diabetes gibt es am Klinikum Augsburg Süd in Haunstetten sogar ein eigenes Zentrum. Für den Start ins Leben wünschen sich Familien optimale Voraussetzungen. Daher bietet die Kinderklinik Augsburg mit dem Mutter-Kind-Zentrum Schwaben eine Rundumversorgung für Schwangere, Neugeborene, Kinder und Jugendliche. In der Frauenklinik werden nicht nur Krankheiten behandelt. Jährlich erblicken in der Geburtshilfe rund 1500 Babys das Licht der Welt. Zuwendung und Geborgenheit, verbunden mit Hightech, sind der Grund, dass sich Mutter und Kind nicht nur sicher, sondern auch wohlfühlen. Auf der Kinderintensivstation sind zu früh geborene Babys in den besten Händen. Speziell ausgebildete Kinderchirurgen führen operative Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen sowie bei Babys bereits in den ersten Lebenstagen durch. Einen besonderen Fokus nimmt die Betreuung der jungen Patienten im Schwäbischen Kinderkrebszentrum ein. Gemeinsam mit zahlreichen Fördervereinen und Selbsthilfegruppen engagieren sich Ärzte und kämpfen gemeinsam gegen diese schwere Krankheit. Kind und Beruf sind im familienfreundlichen Klinikum wunderbar miteinander kombinierbar. Rund 100 Kinder der Mitarbeiter fühlen sich in der betriebseigenen Kindertagesstätte Klinikum Kids pudelwohl. Auch Eltern können sich so unbeschwert für die Patienten engagieren. Zudem bieten flexible Arbeitszeitmodelle eine Möglichkeit, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Engagement geht nur mit Wissen. Was nützt Hightech, wenn man nicht damit umzugehen versteht? Natürlich nichts. Daher setzt das Klinikum auf beste Aus-, Fort- und Weiterbildung. Es verfügt über eine eigene Akademie für Gesundheitsberufe für über 600 Schüler. Als akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München bildet das Klinikum Augsburg jährlich über 100 Ärzte aus. Und das in fast allen Fachdisziplinen. Tausende Fortbildungen für Ärzte, zahlreiche Symposien und Kongresse finden jährlich in der Region statt. Qualifikation und Wohlfühlfaktor spielen für Personal und Patienten gleichermaßen eine große Rolle. Vita heißt Leben. Die Wiedergewinnung der Eigenständigkeit voller Lebensqualität, zum Beispiel nach einem Unfall. Das Konzept dieser Station wurde mit dem Deutschen Innovationspreis ausgezeichnet. Ärzte, Pflegekräfte und Physiotherapeuten kümmern sich in enger Zusammenarbeit und mit viel Herz und Zeit um ihre Patienten. Hektischer wird es in der Notaufnahme. Ein Patient wird eingeliefert und muss sofort versorgt werden. Egal ob Unfall oder akute Erkrankung. Manche Patienten werden mit dem Rettungswagen oder sogar mit dem Rettungshubschrauber gebracht. Rund 200 Patienten erreichen täglich das Klinikum über die Notaufnahme. Dank der Zusammenarbeit aller Rettungskräfte, Mediziner und Pflegekräfte vergeht vom Unfallort bis zur Behandlung nur wenig Zeit. Zeit, die beispielsweise beim Herzinfarkt entscheidend ist. Wenn es um Herzensangelegenheiten geht, stehen im Herzzentrum Augsburg-Schwaben Kardiologen und Chirurgen rund um die Uhr bereit. Herzrhythmusstörungen können nicht nur mit Medikamenten, sondern auch mittels Kathetertechnik behandelt werden. Auch bei Schlaganfällen zählt jede Minute. Neurologen bieten eine schnelle und umfassende Behandlung. Die Patienten erhalten auf einer speziellen Station eine ganzheitliche Betreuung mit persönlicher Pflege. Sie kommen wieder auf die Beine.
Aber auch bei Parkinson oder epileptischen Anfällen mittels der Hirnstrommessung können Neurologen helfen. Lebensrettung der ganz anderen Art. Was nur wenige kommunale Großkrankenhäuser bieten, ist hier vorhanden. Ein Transplantationszentrum mit echter Rundumversorgung. Den Vergleich mit Unikliniken braucht man hier nicht zu scheuen. Ärzte und Pflegekräfte garantieren auf Intensivstationen eine optimale Behandlung und Betreuung der Patienten rund um die Uhr. Eine Versorgungsverbindung zwischen Intensivmedizin und Normalstation schafft die Intermediate Care Unit. Wenn Patienten zwar intensivmedizinisch betreut, aber nicht mehr beatmet werden müssen, werden sie dort optimal versorgt. Ganz besondere Zuwendung erfahren unsere Patienten, für die keine heilende Therapie mehr möglich ist, auf der Palliativstation. Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Eine persönliche Betreuung an den letzten Tagen des Lebens ist garantiert. Auch Seelsorger, die zuhören und im Gespräch begleiten, sind wichtige Partner auf allen Stationen. Als Rückzugsort dient die Klinik Kapelle. Selbstverständlich. Ein Krankenhausaufenthalt, wenn er denn sein muss, sollte für jeden Patienten so angenehm wie möglich sein. Daher wird auf eine freundliche Gestaltung der Stationen und besonders der Zimmer viel Wert gelegt. Insgesamt verfügt das Klinikum über rund 1750 Betten. Jedem Patienten stehen eine moderne und kostenlose Fernsehanlage sowie ein eigenes Telefon direkt am Bett zur Verfügung. Besonderen Service und Komfort für höchste Ansprüche genießen die Patienten auf einer speziellen Station. Fast wie im Hotel. Unsere Mitarbeiter machen so einiges möglich, auch was das Essen angeht. Ausgewogene Menüs, abgestimmt auf jeden einzelnen Patienten. Sie beachten Diätpläne oder Ernährungsvorgaben und gehen auch auf persönliche Wünsche und Vorlieben ein. Über 100 Mitarbeiter kochen täglich über 6000 Mahlzeiten. Beim Abendessen kann der Patient zwischen über 100 Variationen wählen. Und das schmeckt. Wenn es bei den menschlichen Sinnen, darunter auch das Hören und Fühlen, zu Krankheiten kommt, helfen die Experten unserer Fachdisziplinen. Für viele Menschen wäre der Verlust des Sehsinns das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Hochqualifizierte Ärzte wollen das mit Hightech und Erfahrung verhindern. Die Hals-Nasen-Ohren-Klinik ist ein zentraler und nach modernsten Standards ausgestatteter Anlaufpunkt für die Region. Die einzige große Hautklinik in Schwaben befindet sich im Klinikum Süd in Haunstetten. Besondere Schwerpunkte sind Hautkrebsoperationen und die individuellen Behandlungskonzepte für Allergien. Das Klinikum Augsburg heute und in Zukunft. Ein Gesundheitscenter. Stationen, die wie Hotels ausgestattet sind. Hightech-Equipment und vor allem qualifizierte Mitarbeiter mit großem Engagement. Wir gestalten die Medizin der Zukunft. Gemeinsam. Für Stadt und Landkreis Augsburg. Für die Gesundheitsregion Schwaben. Über 5000 Menschen. Heute und morgen. Wir geben unser Bestes. Jederzeit. Gegen Krankheiten kämpfen. Menschen Mut machen. Sie begleiten. Menschen. Leben. Medizin.